Also falls ihr mal Sonnenbrand habt irgendwo, Ladiwal müsst ihr kaufen. Dann geht's schnell wieder weg. Ja, wir sind wieder unterwegs. Endlich. Monate sind vergangen. Ja, ach, die letzten Monate hatten wir so viel vor. Aber durch diese blöde Krise, ja, mussten wir alles canceln. Aber nun sind wir wieder da. Und zwar im Südharz. Laufen heute eine knapp 15 Kilometer lange Strecke. Von, ja, ich glaube, Hoher Geistecke bis nach Wieder. Insgesamt 6 Stempelstellen. Stefan ist mit dabei. Kanal Oschmark und Heide. Ich denke mal, das wird eine schöne Runde. Wetter ist gut, nicht zu warm. Ja. Mehr weiß ich jetzt auch nicht, also bleibt dran. So, hier sind wir am Hahnestein. Gucken wir mal. Och, gucke an, was haben wir denn da? Ja. Yeah. Ein Schürker? Gibt's doch ja auch nicht. Das ist ja krass. Wolfsbachmühle. Mal gucken, ob es da ein lecker Bierchen gibt. Oh, jetzt geht er gleich von alleine los. Kann ich? Wohin? Ja gut. Ich habe gerade die Bäume gefilmt. So, hier sind wir jetzt an der Waldbachmühle. Aber leider hat sie geschlossen. Also gibt's kein Bier. Ach Mensch. Die Grube Luise. Jetzt gehen wir mal runter. Mal gucken, ob die Luise da ist. Oh ja. Na Grube. Leider verschlossen. Naja. Aber gut, dass du den gesehen hast. Die Wolfsbachbrücke. Und hier haben wir Stempelstelle 45, dicke Tannen. Ach, die bestimmt, wa? Oh, mal gut, dass wir nicht dran vorbeigelaufen sind. Der Räuber aus Zombie Town. Guckt euch das an. Zweiter Stempelkasten, zweite Schnapsfülle. Die eine voll, die andere leer. Das gibt's nicht. Das gibt es nicht. Prost! Ja, man gut, dass Stefan das gesehen hat, dass hier unten eine Stempelkiste ist. Weil wir wären rein theoretisch oben dran vorbeilaufen. Dann hätten wir die dicken Tannen verpasst. Und das wäre blöd. Schöner Stempel. Ist hier ja nicht in meinem
Online ist der hier ja nicht drin. Ich dachte, der ist noch nicht drin. Angeln verboten. Och Menno. Extra die Stüppel mitgenommen. Kann man nichts machen. Müssen wir hungrig ins Bett heute Abend. Ja, ein richtig schöner kleiner See hier. Bahn auch verboten, natürlich. Alles verboten im Hort. Willst du machen? Alles verboten. Haha. Meiner ist länger. Hat der anders dafür dicker. Chef bei der Arbeit. Das Beste ist immer noch, wir sind heute fast alleine unterwegs. Kaum was los. Oder? Gut ist. Ja, das ist gut. Haben wir alles für uns alleine. Ja, es gibt so manche Stellen im Harz, die sind halt nicht überlaufen, ja. Andersrum gibt es natürlich wieder Spots, so wieder Brocken. Das macht dann schon keinen Spaß mehr. Wenn man da oben ankommt und ist halt wie, ja, wie auf dem Festival. Schöne Steinmännchen. Guck mal, wie flach die Steine sind, ne? Auf dem Herz steht, schützt die Arten. Ja, hier hat sich jemand seinen Lebenstraum verwirklicht. Das ist bestimmt irgendwelche Voodoo-Scheiße, oder? Los weg. Top Aussicht. Ja. Das Pferdchen macht eine schöne Aussicht auf Zorg. So, meine Freunde, wir sind an der dritten Stempelstelle angelangt. Und die heißt das Pferdchen. Und hier hat man einen richtig coolen Ausblick auf Zorg. Ich habe gedacht, das war wieder. Wir sind doch vorhin auch an der Kapelle da vorbeigekommen, oder? Vielleicht gibt es mehrere Kapellen, ja, stimmt. Kleinen Kumpel haben wir ja auch. Ja, schon die dritte Stempelstelle. Und es folgen noch drei, sechs Stück insgesamt. Ne, das ist die vierte jetzt, oder? Ah ne, Quatsch. Es kommt noch Helenruh, die Bremer Klippe und die Kreuztalklippe. Und dann geht es wieder runter nach wieder, wo Stefans Auto steht. Aber bis jetzt
richtig, richtig geile Tour. Zuerst waren wir ein bisschen traurig, weil wir die Ilsetal-Tour heute nicht gemacht haben. Ja, die wäre ein bisschen zu hart gewesen. Gerade mit seinen, die Versehrten hier. Mit seinem Fußproblem. Und bei mir geht's eigentlich. Ich habe gedacht, die heute scheint ein bisschen, ja, heute ballert die Sonne ein bisschen mehr, aber es geht eigentlich. Immer schön eingecremt, meine Flecken. Ja, na wie gesagt, Ilsetal. Stichwort Ilsetal. Ich weiß gar nicht, was das hier unten für ein Bachlauf war, aber das hatte auch so ein bisschen den Charme vom Ilsetal, muss ich sagen. Sind wir ein paar Kilometer dran lang gegangen. Auf jeden Fall sehr schön. Sehr, sehr schön. Jetzt machen wir erstmal ein bisschen Happa Happa. Ja, ein bisschen stärken und dann geht's weiter. Hier. Das ist ganz schön dick, der Kollege. Ach, da hängt der Dings hier, Tweety. Ja, aufhören. Ich sage, das ist Voodoo, 100 Pro. Falls ja jemand von euch aus dem Südharz kommt, so wieder die Ecke, Zorge. Wieso hängen ja überall... Ja, ich weiß nicht, was ist das? Voodoo-Klimpen. Alles ein bisschen geschmückt und auch unten schon da, so wie so ein Tipi gebaut, ein Haufen dran gehangen, habt ihr gesehen da, so ein Maulschlüssel oder so ein Knochenschlüssel. Das ist doch irgendwie, ich weiß nicht. Tweety exekutiert hier. Irgendwelche Götter besänftigen. Was ist das da, das Grüne? Catch oder so? Nee, das fällt mal die Balken zusammen. Achso. Auch russisch. Das ist ein Pflegschusserei. Dirty Harry war auch hier. Wir fahren im Juli nach Schweden. Mhm. Ich dachte, das kann man wissen. Doch. Habe ich letztens im Livestream noch erzählt. Also, cool. Überall zeigt, wo es ist. Nicht, dass ich irgendwie so gekriegt habe. Wollten Poli und ich auch eigentlich hin. So, was die meisten da machen da mit, wie heißt der Anbieter? Ja, mit Kanu da, ja. Wie heißen die? Scandi-Track? Nicht Scandi? Ja, irgendwie so ähnlich. Hm. Und hier, da gibt es aber noch jemanden. Der war einer, ja. Stefan von Survival Deutschland. Mhm. Das ist ein Kumpel von dem. Schön dicke Fleisch drauf. So muss das sein. Weiter geht's. So, frisch gestärkt. Und weiter geht's zur Helenenruhe. Luise war nicht da, mal gucken, ob Helene da ist. Ich auch nicht. Wir waren gerade am Pferdchen. Schöne Aussicht auf Sorte. Jetzt stoppen wir den steilen Berg hoch und in den Ruhe. Und dann, naja, dann geht es weiter. Bremer Klippe und wie ist die andere? Kreuztal. Richtig schöne Felswand. Wir haben auch fast vorbeigelaufen. Sogar mehr als gedacht, haben wir sogar eine kleine Höhle. Mit Fledermausgitter. Der Sacki würde jetzt hier hinklettern, ne? Ja. Poli auch. Ah, da unten sieht man ein bisschen den Eingang. Naja, haben wir nochmal eine kleine Höhle gesehen. Könntest du das, wenn du jetzt so expeditionsmäßig eine Höhle finden würdest, einfach mal reingehen? Also unter die Erde habe ich echt so meine Bedenken, muss ich sagen. Okay. Als wenn es so, wenn es so eng ist. Hm. Ja, dann kriege ich echt einen Anfall. Ja, aber was Saki da macht, ne? So richtig eng durchkriechen und da kann sich kaum bewegen.
Ja, und dann immer tiefer und immer tiefer? Ja, um Kurven drumherum. Oh nee. Ich vor, da schwillt irgendwas ein oder fällt was runter und steckst du da fest, ja. Nee, meinst du das nicht? So ein gewisses Risiko. Baumannshöhle, Hermannshöhle, Drübeland, das machen wir. Ja. Das machen wir. Das traue ich mir auch noch zu. Ja, wie gesagt, wenn die groß genug sind, kann ich mir das auch vorstellen. Aber nicht durch so eine engen, glitschigen Gänge. Nee. Gucken, wo es weitergeht. Auf einmal geht es da 30 Meter runter. Before I sleep, hear the crickets, feel the moon. Side by side and through, no limit to what we can do. So, das war kurz die Helene in Ruhe, aber da war es gar nicht so ruhig. Da war ganz schön viel los. Füllt sich jetzt hier langsam. Ja. So langsam haben sie alle Mittagsschlaf gemacht und sind auf der Piste. So, nächstes Ziel ist die Bremer Klippe. Probieren wir mal die Drohne steigen zu lassen. Hier bei Stefan. Mal gucken. Ja. Weil nicht zu viele Leute sind. Ja, wir müssen noch ein bisschen abseits irgendwo uns hinstellen. Meine Drohne kommt das nächste Monat. Ja, sowas hier habe ich auch noch nicht gesehen. Eine Ehrung für einen Harzer Wanderkaiser. Ich bin mal ein Puppen, kann ich euch erzählen. Ja, bin ich auch bald Harzer Wanderkaiser. Lach nicht. Ja, krass, haben sie einen Baum gepflanzt. Schöne Eiche. Ach, sehr schön. Ja, und hier haben wir nochmal zu Ehren Roland des Ersten. Oder heißt das Roland L? Nee, Roland der Erste. Roland der Erste, okay. Päuschen. Das ist ein schöner Stuhl. Ja. Herrlich. So, jetzt kannst du nochmal wen grüßen. Der Mutti. Ja, ich grüße meine... Also so viele fallen dir ein, ist ja ein Ding. Grüße meine Familie, die daheim auf mich wartet. Genau, und der faule Lionel. Genau, der nicht mitkommen wollte. Freundchen, das nächste Mal bist du wieder mit dabei. Würde sich ja freuen, weil er das im Film sieht. Ja. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. Na, Profis bei der Arbeit. Der gute Stefan zaubert jetzt für euch ein paar schöne Luftaufnahmen. Hofft er jedenfalls. Hofft er zumindest. Ach, das wird schon. Das macht er schon. Rocken und Wurmberg. Ach, guck an. 48 mm. Brocken und Wurmberg. 48 mm. Ich habe gedacht, die sind höher. So, dann haben wir alles geschafft. Das war die letzte Schnellbestelle. Kreuzteilklippe. Und jetzt geht's zum Auto. Also bis gleich, wir melden uns nochmal. So, fast geschafft. Die letzten Meter bis zum Auto.
Und? War schön. War eine super Tour. Hat Spaß gemacht. Ja, Wetter perfekt. War auch lustig, weil wir, keine Ahnung, ein paar Truppen, ja, 3-4 Mal gesehen haben. Ja, kann sein, dass wir jetzt nochmal eine Elbingerode fahren, 2 Stempel holen. Vielleicht melden wir uns nochmal. Falls nicht, schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, keine Ahnung. Also on Tour. Ja, keine Ahnung, kommt einfach mit, würde Poli sagen. Ja, macht's gut. Urlaub ist nachher. Ciao. Ciao. Sind wir doch nochmal nach Elbingerode reingefahren. Hier holen wir insgesamt noch 3 Stück. Und hier sind wir jetzt 39 Tagebau Felswerk. Geigenberg. Tada! Das hat sich mal richtig gelohnt heute. Das ist richtig. Ich geh gleich weiter. Noch weiter? Jo. Mit Bier trinken vielleicht. Nummer 8. Ne, Nummer 9. Heute. So, Stempel Nummer 10. Aber dann reicht's für heute. Jetzt sind wir nochmal beim Pavillon in Heimburg. Schöne alte Burgmauern. Ja. Und schon wieder Zahl vergessen. Ich hoch jedes Mal zweimal. Ihr seid ja immer noch da. Nun aber abschalten. Den 11. Stempel holen wir nicht mehr. Also macht's gut, ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Jetzt ist aber wirklich Schluss. Ciao.